Sie müssen wissen, ich wollte gar nicht bei Ihrem blöden Spiel dabei sein. Oh, nein. Nein. Ich wollte ein Holzfäller sein. Ja, ein Holzfäller, der von Baum zu Baum hupft, die auf den mächtigen Wassen von Südtirol hinabschwimmen. Die gigantische Rotbuche, die Lärche, die Tanne, die kräftige Kiefer, der Duft vom frisch gefällten Holz, das Geräusch der stürzenden mächtigen Bäume. An meiner Seite mein liebes Mädel. Und wir wurden singen, singen, singen. Ich bin ein Holzfäller und fühl mich stark. Ich schlaf des Nachts und hack am Tag. Er ist ein Holzfäller und fühlt sich stark. Er schläft des Nachts und hackt am Tag. Ich fälle Bäume, ich ess mein Brot. Ich geh auf das Fernsehen. Am Mittwoch geh ich shopping, kau Kekse zum Kaffee. Er fällt die Bäume, er isst sein Brot, er geht auf das WC. Am Mittwoch geht er shopping, kaut Kekse zum Kaffee. Er ist ein Holzfäller und fühlt sich stark, er schläft des Nachts und hackt am Tag. Ich fälle Bäume, ich hüpf und spring, steck Blumen in die Vase. Ich schlüpf in Frauenkleider und lümmle mich im Bas. Er fällt die Bäume, er hüpft und springt, steckt Blumen in die Vas. Er schlüpft in Frauenkleider und lümmelt sich im Bas. Er ist ein Holzfäller und fühlt sich stark, er schläft des Nachts und hackt am Tag. Ich fälle Bäume, trag Stöckelschuh und Stumpf und Büstenhalter. War gern ein kleines Mädchen, so wie mein Onkel Walter. Er fällt die Bäume, trägt Stöckelschuh und Strumpf und Büstenhalter. War gern ein kleines Mädchen, so wie mein Onkel Walter. Hans, ich dachte, du wärst so männlich. Sehr geehrte Herren, ich protestiere in schärfster Form gegen den letzten Sketch über einen Holzfäller, der Frauenkleider liebt. Ich habe in meinem Leben viele Holzfäller kennengelernt und nur 70% davon waren Transvestiten. Die übrigen hatten aufrichtige und feste Verhältnisse mit Haustieren auf die übliche Art. Ich habe auch ein Gewichtheberpaar gekannt, das sich immer am Ostersonntag als Känguru verkleidete und auf einem Trampolin gewagte Übungen vorführte. Wie lange noch wird unsere Gesellschaft solch pseudobeuteltierhaftes Verhalten hinnehmen? Hochachtungsvoll, Zollinspektor Heinrich von Salzenfels, Frau. So bleiben. Denke.